und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Berlinerisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Tachchen, du Flitzpiepe. Ich bin Friederike, ich bin 38 Jahre, ich bin aus Berlin, arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit und was ist los mit dir? Ich spreche Berlinerisch. Hallo Friederike, freut mich. Kannst du das Ganze vielleicht noch mal kurz auf Hochdeutsch sagen? Es ist sehr schön, dich kennenzulernen. Ich bin Friederike, ich bin 38 Jahre, ich komme aus Berlin, arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit und natürlich, ganz klar, spreche ich Berlinerisch. Und wo wird denn überall Berlinerisch gesprochen? In Berlin auf jeden Fall und auch in großen Teilen von Brandenburg. Also eigentlich fast alle Brandenburger und Brandenburgerinnen sprechen auch Berlinerisch. Was würdest du sagen, ist das Besondere an Berlinerisch? Die Vokale werden ganz, ganz viel vertauscht. Kaufen ist zum Beispiel Kofen oder Kirche ist zum Beispiel Kirche. Vokale ganz viel und auch so eine verdrehte Vergangenheit. Sagt man so, ich bin da gewesen, war, anstatt ich war einfach nur da. Ganz wichtig ist auch, ich ist immer ich, da gibt's ja nicht. Immer ich. Immer ich. Also wenn du ich sagst, immer ecke oder ich. Was wäre denn jetzt so ein Satz, der mir im Alltag weiterhelfen würde? Das war schön gewesen bei euch, weil dann hast du gleich diese Vergangenheit, diesen Vergangenheitsswitch hast du mit drin. Und dann auch so ein bisschen Verniedlichung noch, das waren absolute Träumchen bei euch. Also dass du schön höflich einfach immer bist, das war schön gewesen, das waren absolute Träumchen bei euch. Das war schön gewesen, das waren absolute Träumchen. Ja, sehr schön. Friederike, wie sage ich denn Hallo auf Berlinerisch? Tachchen, Hallöchen. Hauptsache, du verniedlichst irgendwie so ein bisschen, weil die Berliner und Berlinerinnen sind eigentlich wirklich sehr höflich und sympathisch, auch entgegen des Klischees. Tachchen, Hallöchen, ich grüße Sie. Ja, genau, sehr gut. Was sage ich, wenn jemand was richtig verbockt hat? Ey, was soll denn das? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Verfatz dich, was ist los hier, Keule? Meckern können wir, also da kannst du dich richtig auslassen. Was ist los hier, Keule? Keule ist, das ist auch so ein bisschen liebevoll gemeint eher. Ein Keule ist ein Mensch einfach. Und was hast du noch gesagt? Verfatz dich? Ja, verfatz dich. Das heißt so, zieh Leine. Geh mir aus der Leitichte. Geh mir mal weg. Wie frage ich denn nach dem Weg zur Toilette? Und dann sagst du Entschuldigung. Also hier muss das G auf jeden Fall verjottisiert werden. Aha. Entschuldigung, wo ist denn hier das stille Örtchen? Ey Keule, Entschuldigung, wo ist denn hier das stille Örtchen? Ja, das ist gut. Friederike, was ist denn dein absolutes Lieblingswort auf Berlinerisch? Da brauche ich überhaupt nicht lange nachdenken, und zwar ist das Atze. Weil Atze ist wirklich liebevoll gemeint, ja, das ist so ein bisschen Straßenslang auch. Ich und meine Atzen, wenn du irgendwo hingehst, bist eingeladen, dann sagst du, darf ich meine Atzen mitbringen. Und das kann man aber auch ein bisschen negativer sehen, so was bist du denn für eine Atze, ne? Also je nachdem, wie man es betont, das kann man in alle Richtungen, kann man das sozusagen ausinterpretieren. Und ich liebe das Wort Atze einfach. Und welchen Satz sollte man unbedingt auf Berlinerisch kennen? Dit glaubst du doch wohl selber nicht. Das ist ein Dit, ne? Also da ganz, ganz wichtig auch. Glob, anstatt glauben, wieder dieses Doppel-O. Dit glaubst du doch wohl selber nicht. Sehr schön. Welche Klischees gibt es denn so gegenüber Berlinerinnen und Berlinern? Ich glaube, das größte Klischee ist tatsächlich, dass wir unheimlich unfreundlich sind und patzig und pampig, weil das ist tatsächlich eigentlich nicht der Fall. Menschen wissen einfach genau, woran sie bei uns sind. Wenn du auf der Straße jemanden siehst, so, dann sagst du einmal, was du denkst und dann ist es gut. Wir sind unheimlich direkt, aber haben ein sehr, sehr, sehr großes Herz und sind auch unheimlich hilfsbereit. Was sind denn so Wörter auf Berlinerisch, die man nicht auf den ersten Blick erkennen würde? Na ja, dann fangen wir mal an mit Knorke. Knorke ist gut, oder? Richtig, sehr gut. Das finde ich Knorke von dir, dass du das weißt. Also das kann man immer schön benutzen. Dann habe ich noch, hör mal auf mit dem Jesaja. Jesaja. Gelaber? Ja, sehr gut, genau. Das ist so voll labern, einen zutexten. Nee, hör mal auf, ey. Also sei ja mal nicht rum hier. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für die Dialekte-Challenge. Hast du einen Satz mitgebracht, den ich lernen kann? Na sicherlich, Mäuschen, sicherlich. Was ist los? Und zwar, sorry, ich will Sie ja nicht belatschern, aber ich habe hier gestern meine Moneten verloren. Haben Sie was gefunden? Das ist aber ein langer Satz. Das stimmt. Ist dir das zu lang? Nee, wir versuchen es. Komm, Challenge accepted. Ist ja eine Challenge. Let's go. Sorry, ich will Sie ja nicht lange
belabern. Belatschern, kannst du einfach sagen? Belatschern. Belatschern, sehr gut. Ist es sowas wie belabern? Genau, aber belabern, das kennt man ja in der ganzen Republik tatsächlich. Aber belatschern ist halt noch so ein bisschen ausgiebiger. Also so eine richtige Bulette ans Ohr kauen, weißt du? Sorry, ich will Sie ja nicht lange belatschern, aber ich habe hier gestern meine Moneten verloren. Haben Sie vielleicht was gefunden? Herzlichen Glückwunsch, Raya, du bist jetzt offiziell eine Berlinerin. Was ist das denn? Was heißt das? Entschuldigen Sie bitte, ich habe hier mein Portemonnaie gestern verloren. Haben Sie es eventuell gefunden? Und wenn ich mich verabschieden möchte, was sage ich da? Viele sagen Tschüssikowski tatsächlich oder auch wieder so einen verschrobenen, schlechten Satz irgendwie wie Paris, Athen, auf Wiedersehen, wir sehen uns, irgendwie sowas in die Richtung. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ja, sehr schön. Danke, Friederike. Du bist eine gute Atze. Atzin. Bitte, Keule, kein Problem. Tschüssikowski. Tschüssikowski, meine Liebe. Das war die Dialekte-Hotline mit Berlinerisch. Und mich würde natürlich interessieren, was euer Lieblingswort auf Berlinerisch ist. Schreibt es mir unten in die Kommentare. So, jetzt holt mir erstmal eine Schribbe.